Hallo Welt, da sind wir wieder hier an unserem Helljarchenhaus. Das ist noch etwas klein, wir können ja einmal rumgehen. Na, viel passt hier jetzt noch nicht rein. Wir können aber Tiere hier anpflanzen und außerdem können wir auch so einen kleinen Garten bauen und da Blumen züchten. Der Hauptraum. Genau so etwas hat uns doch interessiert. Der Hauptraum. Wir können einen Hauptraum bauen. Wir können die Werkbank entfernen. Das sollte man, wenn überhaupt, ganz zum Schluss machen. Ich meine in Erinnerung zu haben, dass man die nachher nicht wiederbekommt, oder? Dann heißt das, das würde immer so stehen bleiben. Hauptraum. Ja, Hauptraum kostet nichts. Gegenstand herstellen. Also das wäre dann der Hauptraum hinten, das Ding vorne. Das haben wir schon gebaut in der letzten Folge. Also müssen wir mal gucken, wie groß das jetzt ist. Da, ah, natürlich, da brauchen wir wieder Zutaten. Das wurde nur abgesteckt. Da liegt ein Baum. Ich will keinen Baum im Haupthaus haben. Oh, das ist so schön, wenn man sich hier ein Haus bauen kann. Okay, wie geht's weiter? Naja, Werkbank weg. Nein, das wollen wir doch nicht. Ah, jetzt brauchen wir die ganzen Zutaten. Jetzt müssen wir erstmal Sachen finden. Ja, wir können uns die auch liefern lassen. Aber ich finde, Sachen finden ist vielleicht lustiger. Eisenbeschläge brauchen wir. Wir brauchen Holz, haben wir. Und wir brauchen ein Schloss, zwei Scharniere und Nägel. Dann können wir die... Moment. Hauptraumtür, ja genau, die brauchen wir. Aber ist das das Erste, was wir da bauen? Okay, die Schmelzhütte, die können wir doch eigentlich sowieso gebrauchen. Denn was machen wir, wenn wir nachher die ganzen Erze haben und dann können wir nichts damit anfangen, weil wir die erstmal schmelzen müssen? Vielleicht sollten wir die zuerst bauen. Aber die hätte ich ganz gerne im Keller unten drin. Ich möchte doch nicht mal raus in die Kälte dafür. Ja, auf jeden Fall werden wir Korundumbarren brauchen. Und eine ganze Menge Eisen. Holz außerdem auch noch. Also brauchen wir auch so einen, ja, so einen Hackklotz. Aber ich glaube, den haben wir schon hinterm Haus. Ja, das sollte unser Ziel sein. 5 Eisenbarren des Waffenschmieds und 2 Eisenbeschläge. Also, ja, die Eisenbeschläge können wir hier bauen. Wie kommen wir denn da jetzt am besten ran an das Zeug? Wie war das mit dem Holz? Haben wir hier so einen Hackklotz irgendwo? Ja, hier zum Glück. Da können wir schon mal Holz hacken, ein wenig. Und ich überlege noch, wie kommen wir an die anderen Sachen ran? Eisen und Korundum. Ja, da müssen wir in irgendeine Höhle gehen und das abbauen. Ich habe aber unterwegs, glaube ich, auch irgendwo so eine Korundum-Erzader gesehen. Und Eisen vielleicht auch. Ach was, wir bekommen immer noch 4 Holz hier raus. 6, wenn wir einmal hacken. Ach so, wir hacken jetzt die ganze Zeit weiter. Bis wir sagen, stopp, halt, es reicht. Oder bis unsere Lucretia hier vor Erschöpfung zu Boden sinkt. Ich glaube, zum Glück hackt sie immer weiter. Ja, da können wir aber doch mal. Können wir das nicht in doppelter Geschwindigkeit mal ablaufen lassen vielleicht? An den Schneidemeister einmal in doppelter Geschwindigkeit und dann haben wir, dann machen wir Holz für unser Leben lang. Und Geschwindigkeit los.
So, wir haben unsere Lucretia jetzt hier über 10 Minuten Holz hacken lassen. Sie sollte jetzt über 100 Holzscheite haben. Oh, das sollte doch für den Anfang erstmal reichen. Überladen sind wir natürlich. Ach so, haben wir gespeichert? Nicht, dass wir nochmal Holz hacken dürfen. Ja, dann gucken wir erstmal, was brauchen wir für die Schmelze. Die hätten wir schon längst bauen sollen als erstes. Schmelzhütte. Dafür brauchen wir Bruchstein, haben wir Lehm, haben wir und 5 Eisenbarren des Waffenschmieds. Hm. 2 Eisenbeschläge entweder kaufen oder wir laufen mal runter zur Farm, da haben wir bestimmt auch noch was drin. Eisenbeschläge 2 Stück. Oh, wie schön. Aber das wollen wir gar nicht, einen Lederstirnreif machen. Ach so, hier hinten. Eisenbarren des Waffenschmieds. Erfordert eine Tierfalle? Nein. Eisenbeschläge hier. Ach, Eisenbarren des Waffenschmieds. Na okay, überredet. Und Material, Material. Stein, rein. Oh, Dietrich, ach so, ja. Feuerholz, 140 haben wir da. Ist das denn überhaupt das Richtige? Vielleicht brauchen wir Holz. Gar nicht Feuerholz. Ja, hier haben wir schon Korundum-Erz. Korunderz heißt es jetzt. Na gut. Aber was ist hier drüben in den Kisten? Hier waren noch gerade Kisten. Ah, hier bekommen wir Lehm. Lehmgrube. Ach, da sind die Kisten. Ist hier vielleicht Eisen für uns drin? Nein, kein Eisen. Ja, wie auch immer, die Helljarchenfarm unten, die sollten wir fertig haben soweit. Also... Ach, hier ist ein Holzhaufen. Da können wir aber nichts nehmen. Ach, das müssen wir uns vielleicht liefern lassen. Also unten die Helljarchenfarm sollte fertig sein, also sollten wir da dann uns ruhig bedienen können. Ah, hier ist doch auch was. Eisen? Ah, Korund. Korunderzader. Ja, aber dann ist doch hier bestimmt auch irgendwo in der Nähe eine Eisenerzader. Haben wir nur noch nicht entdeckt. Wird das reichen? Für die Schmelze könnte es reichen. Ach, wir haben bestimmt alles fertig unten schon. Fertige Erze. Wir haben uns aber auch hier eine schöne Modifikation ausgesucht. So mit Mauern drumrum und sowas. Ist das offen für uns? Wir ja alles. Aber wir wollen das lieber selber bauen. Aber schön gemacht hier mit dem Holzhackklotz. Alles, was man braucht. Ein paar Fässer sind hier, Schneebeeren. Aber, und das ist die große Frage, wie kommen wir zur Helljarchenfarm? Runter, habe ich gesagt. Und ich glaube,
müsste hier jetzt irgendwo zu sehen sein schon. Aber da sind Riesen. Aber das war doch nicht so zugeschneit in der Gegend. Auf der anderen Seite des Berges vielleicht. Sind wir genau falsch rumgelaufen. Oh, was? Orachalkose, Erzader, Kos. Keine Ahnung, was das ist. Es gab auch mal Salz, irgendeine Modifikation für Salze, dass man Salz abbauen konnte. Das fand ich ziemlich gut. Das Huhn ist frei. Bruchstein haben wir hier noch. Ebenerz. Eisenbarren des Waffenschmieds. Sollen wir die gleich alle mitnehmen? Nein, wir haben doch immer so ein bisschen was auf der hohen Kante ganz gerne. Die Hälfte nehmen wir mal mit. Das sollte für den Anfang reichen jetzt. Ach, da am Hirsch ist der Eingang. Ich finde den gut. Aber das hier finde ich besser. Ach was, schon müde, aber nur ein bisschen. Na dann. Ach, du bist ja doch reingekommen. Erstmal gucken, so nach und nach. Einmal gucken, was wir als nächstes brauchen. Für Material. Ach. Ach, Lehm brauchen wir und Bruchstein. Ja dann. Korundum hätten wir gleich mitbringen können. Oh, schade. Dann dürfen wir noch mal runter. Für das Schloss, da brauchen wir doch Korunderz. Nee, Korundbarren.
Na, wunderbar. An der Kette können wir vom Pferd aus nicht ziehen. Oh nein, du stehst im Weg. Na, da reichen wir schon hin. Okay. Barren haben wir nämlich nur vier. Jetzt haben wir 10 davon. Sollen wir gleich zwei Schlösser machen? Na, so lieber nach und nach machen wir so ein bisschen, wie vorhin schon gesagt. Oh, Eisenbeschläge und Scharniere, zwei Nägel. Nägel, Scharniere, Eisenbeschläge. Eisenbeschläge. Nägel und Scharniere. Noch Schmiedekunst verbessert. Jetzt sollten wir alles bauen können. Ah, Hauptraum, eine Tür. Ja. Oh, 30 Bruchsteine brauchen wir. Haben wir nicht? Wo bekommen wir denn jetzt so viel Bruchstein her? Ich glaube nicht, dass wir das unten noch haben. Oh, doch, ein bisschen. 30 brauchen wir aber dafür. Ja, 12 haben wir oben, also wenn wir die Hälfte nehmen, dann reicht das immer noch nicht. So, ja, da können wir aber auch nur das Fundament bauen. Zum Glück ist die Heliarchenfarm nicht allzu weit weg.
Wie sieht das eigentlich aus, unsere Tür? Haben wir noch gar nicht begutachtet. Ja, wir haben eine Tür hier drin. Oh. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, die könnte man so öffnen. Und dann mal reingucken einfach. Ja, aber dauert ja nicht so lange mit dem Laden hier. Also, Bruchstein brauchen wir. Ach, wir nehmen alles. Dann sind wir zwar wieder überladen, aber wir können auf jeden Fall das Fundament bauen. Und jetzt brauchen wir wieder Bruchsteine und Nägel. Und wir brauchen Bruchsteine. Holz haben wir. Ich sehe schon, das wird wohl in dieser Folge nichts mehr. Das müssen wir in der nächsten Folge machen. Lehm haben wir ja hier auf dem Gelände. Vielleicht finden wir auch Bruchsteine irgendwo. Da werden wir noch eine ganze Menge brauchen. In der nächsten Folge, diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.